Neuer Tag, neuer Shop und ich würde sagen, wir gehen direkt einmal drauf und ich zeige mal, was wir am Start haben, denn wir haben sogar ein neues Spinnpaket am Start und da sieht man es auch schon, das Top 5 Gaming Spinnpaket, wo wir direkt mal mit anfangen. Hier sehen wir schon, ist einmal der Midsommar Midas drinne. Den gibt es noch in verschiedenen Stilen und ist echt ein cooler Skin. Man kennt ja noch den alten Midas Skin aus einem Battle Pass, war es glaube ich sogar. Und hier gibt es jetzt noch das Rückenaccessoire dazu. Der Skin ist nach 266 Tagen zurück. Als Gleiter gibt es hier Luftfahrt Longboard. Okay, das ist nach 8 Tagen am Start. Chrono als Kondensstreifen auch im Paket. Und die Pömpelhacke zurück nach 33 Tagen. Okay, hier die Chronostreifen sind ebenfalls noch 30 Tage her übrigens. Also jetzt nichts krass Seltenes dabei, wobei der Midsommar Midas schon ein bisschen seltener war. Und Top 5 Gaming ist übrigens, ja, ein YouTuber. Sehr, sehr bekannter YouTuber auf jeden Fall. Und er hat jetzt hier sein Spinnpaket bekommen. Sehr nice. Da drüber ist hier, glaube ich, nichts Neues. Und okay, dann machen wir weiter mit dem Flytrap-Paket. Die Sachen sind nach 82 Tagen zurück. Sind ja auch schon wirklich uralt aus diesen 4 Kapitel 1. Sehr, sehr alte Sachen. Und dann gibt es hier noch Fokuspunkt-Paket. Ist einen Monat her. Auch die Sachen alle nochmal am Start. Altbekannte Sachen. Dann gibt es die Erfinderin Sloan mit der passenden Hacke von gestern immer noch im Shop. Wendel und Nüsschen-Paket ist auch nochmal zurück nach einem Monat. Und das Mode hier war ja wirklich ultra cool. Ja, sehr nice. Dann machen wir weiter mit den No-Skins aus Kapitel 2. Die sind auch nochmal zurück. Okay, hier gibt es die 4 weiblichen und die 4 männlichen. Nochmal am Start, wie gesagt, aus dem zweiten Kapitel. Die sind jetzt auch nach einem Monat wieder zurück. Sehr, sehr coole Sachen. Hier auch die passende alte Hacke. Und dann gibt es noch den alten Gleiter. Und mittlerweile muss ich echt sagen, Kapitel 2 vermisse ich. Ich dachte damals echt immer, ich werde es nicht vermissen, aber ich vermisse irgendwie die alte Kapitel 2 Map. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr es auch vermisst, aber ich vermisse Kapitel 2 irgendwie total. Naja, machen wir weiter mit den täglichen Sachen. Schimmer-Spezialistin ist einen Monat her. Dann gibt es noch Funky-Kommando, ebenfalls nach einem Monat. Flatterkäfer 2 Monate her und Tai Chi ist 137 Tage her. Dann gibt es noch Jugband nach 45 Tagen. Und T-Pose nach 41 Tagen, wenn ich glaube. Damit war es das auch schon. Darunter die Sachen sind scheinbar alle gleich geblieben. Auch die Kapitel 1 Sachen sind noch hier. Und die Wildnis Sachen. Ja, also hier hat sich scheinbar jetzt nichts mehr geändert. Dann würde ich sagen, war es das auch schon zum Shop.